So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten zombie-verseuchten Gameplay von Rebuild 3. Ja, ich bin immer noch short an Materials und werde mal schauen, wie ich das Problem jetzt irgendwie hinkriege. Gut. So, wo geht's weiter? Wir verteidigen hier. Und ich habe eigentlich das letzte Mal ja beendet, wo eh schon alle auf Mission geschickt waren. Deswegen muss ich hier nicht mal was machen, sehe ich gerade. Zombie-Angriff, der mir so gut wie egal ist. Bisschen mehr Holz. Und wir haben noch Materials gefunden. Das ist gut. Das heißt jetzt nämlich, wir haben vier Materials. Und können uns danach gleich hier das da holen. Und hier sogar noch die Big Farm mitnehmen. Okay, nicht ganz, aber fast. Schaut mal hier nach den Materials. Und du scoutest mal weiter in die Richtung. Da ist ein Powerplant, sehe ich gerade. Gut, weiter zum nächsten Tag. Wir haben Gustav gefunden. Verkauf Gustav vielleicht. Nein, du musst weiter hier Holz sammeln. Wir verhandeln mal kurz mit Gustav. Vielleicht haben wir dieses Mal Glück. Und scouten, scouten. Ne, ihr seid hier noch am Scavengen. Das heißt, na, verdammt, so. Du bleibst doch bitte dabei und wir suchen hier weiter Überlebende in der Zeit. Gut, 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 gut. Und Zombies töten. So, Trade. Hast du jetzt Materials? Ja, 10 Stück. Gib mir alles. So, das ging jetzt halt richtig schnell. 10 Materialien mehr. Das bringt uns jetzt einen großen Vorteil. Da wir jetzt das hier einnehmen können, mit ihm auch schon mal das Ding hier einnehmen können, einfach damit wir ein bisschen mehr Sicherheit haben. Mit Yukai hier das einnehmen können. Und dann hier mich mal wieder aufteilen. Oder beziehungsweise zusammenbleiben und gleich da das nächste Feld übernehmen können. Gut, hier tauschen wir einmal an der Stelle. Da ich doch lieber mit meinem Leader versuche, die Leute zu rekrutieren, wenn ich schon das Glück habe, welche zu finden. Und dann scoute ich weiter in die Richtung. Zack. Take them both. Wir haben zwar einen Verletzten, aber da nehme ich doch gerne beide. Jo, dann haben wir hier gleich nochmal zwei. Habe ich noch genug Häuser? Ja, habe ich. Ja, keine Sorge, ich sehe es, dass mein Food gerade rückläufig ist und dass ich eigentlich nicht noch mehr Leute rekrutieren sollte. Aber ich werde gleich eine riesige Farm einnehmen, deswegen sehe ich das Problem als nicht akut an. Gut. Nächste Runde. Ja, wir hätten hier welche. Und die würden lieber alleine bleiben. Aber bestechen wir sie einfach mit zwei Food. I told them there's more where that came from and they practically followed me back to the fort like lost puppies. Ah. Naja, gut. Logischerweise, wenn man sich alleine durchschlägt, hat man Hunger, weil man nicht immer das Essen hat. Deswegen ist das unser Part, hier die Leute durchzufüttern anscheinend. Dann nehmen wir hier alles einfach ein. Rücken so gut wie es geht vor und machen immer mehr Gebiete zu den unseren. Aber hauptsächlich bewegen wir uns erstmal in die Richtung, damit ich hier schon mal safe bin. Du scoutest bitte noch das. Und nee, dann habe ich nämlich keine Def. Okay, du scoutest erstmal nicht. So, ab zum nächsten Tag. Policy, Scavenging Risk. Wie viel Risiko gehen wir beim Durchsuchen ein? Wir gehen Balance Risk and Reward, Scavenge Everything oder Get the Easy Stuff and Get Out. Risk und Regular Scavenging Danger and House, okay. Ja, wir haben es einfach neutral gehalten. Okay, die Laune der Leute geht gerade runter und ich weiß noch nicht wieso. Das sehe ich dann jetzt hoffentlich bald. Wir haben hier das Ding neu dazu bekommen, aber ich werde erstmal schauen, dass ich das Atomkraftwerk, also das Laboratory, bekomme. Und dann mache ich mit Yukai hier noch eine Erkundungstour und sie bleibt weiterhin am Verteidigen. Und er nimmt diese Farm ein. Dann nehmt ihr hier diese Farm ein. Und ja, der Rest kann eigentlich gerade nur ein bisschen Zombies schlachten. Gut, nächste Runde. Okay, irgendwo hatten wir hier einen Wissenschaftler. Der darf gleich mal anfangen mit Survivor Management, weil ich wissen will, woher die schlechte Laune kommt. Vielleicht von dem Verletzten, vielleicht von was anderem. Vielleicht, weil wir nicht genug Essen im Moment haben. Gut, da sind Überlebende. Die werde ich mir holen, wenn mein Essen wieder in den grünen Zahlen ist. Und bis dahin
bleib ich ein klein wenig neutral in der Hinsicht. So, hier die verteidigen weiter. Du gehst Holz sammeln und du gehst hier Zombies töten, bevor sich da die Zombies wieder ausbreiten, während du hier weiter verteidigst. Gut, nächste Runde. Guter Start, ja, absolut. Das läuft gerade richtig, richtig entspannt hier alles. Ich hoffe, das geht so weiter. Du kannst hier Zombies töten und du kannst hier nochmal durchsuchen. Und dann sind wieder alle beschäftigt, bis auf unsere Abwehr, oder? Na, die Abwehr brauche ich im Moment gar nicht. Das ist gut. Das heißt, der kann nämlich hier Zombies töten. Ich hätte jetzt ja gern nochmal Gustav für noch mehr Materials, aber das ist wohl gerade nicht drin. Ab zur nächsten Runde. So. Warum verlieren wir Happiness? Erster Schritt. Francescus cheered me up, bla bla bla. Okay. Gut, dann anderer Ansatz. Wir reden mit den Leuten, die wir mit uns reden wollen, damit wir die ein bisschen stärker machen. Firearms Training, das ist nämlich gut, weil er hat eine Waffe equipped. Dann. Und der sollte dann auch gleich glücklicher sein, weil wir ja mit ihm geredet haben. So. Du darfst das da holen, du darfst das da holen. Dann, nächster Schritt. Mit ihm nochmal verhandeln, da ich noch mehr Sachen brauche. Auch wenn mein Essen gerade nicht so viel hergibt, probiere ich trotzdem einfach mal da so gut wie möglich Sachen zu erhandeln. Du sollst hier Sachen durchsuchen. Dann sind wieder alle beschäftigt, bis auf der Plünderer, der darf hier plündern. Und dann gehen wir mal weiter. Er wurde dabei verletzt, natürlich. Und mit ihm handeln wir erst einmal, kaufen uns neuen Materialien für 14 Food, ist ein guter Deal. Und dann hätte ich ihn jetzt gern noch gefragt, was er sonst noch von uns will. Naja, gut, anscheinend nichts. Ja, dann nehmen wir das hier ein. Geht ganz kurz vorwärts, wir übernehmen hier noch den Teil und dann scoute ich mal in die anderen Richtungen. So, Improved Teaching. Ich habe zwar noch keine Schule, aber das werde ich dann brauchen. Und dann nimmst du dieses Feld bitte ein. Habe ich wirklich noch keine Schule? Das ist echt schade. Dann nicht Improved Teaching, sondern fangen wir bitte an mit Construction, damit ich eine Schule bauen kann. So, ab zur nächsten Runde. Das da bitte einnehmen. Du kannst hier mithelfen. Und du musst weiter verteidigen. Und du kannst das Gebiet zurückholen. Sieht ganz gut aus, sieht ganz gut aus. Yuka hat noch nichts zu tun. Das heißt, wir rekrutieren hier die Leute. Next day. Build bar schools ever. The last survivor joined didn't end so well. He said he had plenty of food in a safe compound, but everyone was incompetent except for him. One night somebody forgot to close the inner gates and Sebastian had to single-handedly rumble his way to safety through the sea of zombies. He also is a professional scavenger. Okay, I get the point. He's great. Now what can we offer him? Wir können lügen, wir können ihm doppelte Rationen anbieten oder wir können nett mit ihm reden. Was ist denn Lie? Wir lügen jetzt einfach mal zu dem. I fed Sebastian hot air about how he wouldn't have to do nightly guard duty like the rest of us and how he'd get the best luxury mansion with the best view and so on. He was hooked. I took him a day to realize that he'd been lied to. His mansion was an old water tower, the view was through a pair of binoculars and he had to shut it down if he spotted anything dangerous out there at night. And hey, but he hasn't left. But he's a bit rebellious. Better watch it out for that. Ja, der ist jetzt natürlich nicht glücklich drüber, aber warum hätte er uns verlassen sollen? Ich meine, das sind seine besten Überlebenschancen, hier in der Gruppe zu bleiben. Wenn du wirklich so gut bist, wärst du nicht Level 2, sondern ein höheres Level. Gut, dann haben wir hier das Ding gerade fertig. Ja, fertig erforscht. Das heißt, du kannst jetzt halt Improved Teaching lernen und du brichst damit kurz ab und wir bauen... Was? Man kann in den Caravans schlafen? Zwei Häuser. Das heißt, jetzt kann ich nicht mal die Caravans hier, ehrlich gesagt, dem Erdboden gleich machen. Muss ich warten, bis die Leute hier ein sinnloses Feld einnehmen anscheinend. Und sie braucht dafür noch 4 Tage. Oh mein Gott, ich helfe dir. 1,6 Tage, damit kann ich leben. Verteidigung steht, Research steht, Scavenging steht. Passt, nächster Tag. Türe, dahinter ist nichts anscheinend. A hand that was more bone and flesh shot out and tried to grab Benny by the collar. It was all we could get everyone, bla bla bla. Ah, das sind Zombies aus diesem Loch rausgekommen. Okay, now we've got a small horde of Zed trapped in the middle of our fort and nothing to show for it. Just another Tuesday, I guess. Ja, super. Jetzt haben wir in unserer Basis ein kleines Nest mit Zombies. Ich könnte mir nichts Gemütlicheres vorstellen.
Nein, wartet, da gibt's doch so ein paar Sachen, die wo angenehmer wären. Eieiei. Du darfst dann einfach mal hier nach Ressourcen suchen. Und zwar hier. Die Soldaten sind so langsam, genau deswegen will ich nämlich eine Schule, die Leute umtrainieren. So, Bild. School. Dankeschön, endlich. Dann nehmen die das da alles ein. So. Er ist weiter am Verteidigen. Schicken wir hier noch mehr hin. Und dann sind alle beschäftigt. Gut. Found nothing. Found materials. Wir haben noch genug materials. Found materials. Found science book. Bla bla bla. Alles klar. So. Dann. Nächster Schritt. Wir holen uns den Park zurück, den wir komischerweise verloren haben. Ich weiß es gerade nicht wieso, aber wir haben ihn anscheinend verloren. Töten hier die Zombies und Hugo darf jetzt halt mal hier einen auf Lehrling machen. Du gehst dahin, in der Kirche müssen wir nichts töten und du scoutest den Friedhof. Würde mich wundern, wenn ich im Friedhof jemanden finde, das würde mich echt wundern. Wir gehen ein Risiko ein, Freya wurde verletzt. Und noch jemand wurde verletzt. Das heißt, wir haben jetzt wieder zwei Verletzte. Mann, scheiße. Nicht gut. Du darfst das zurückholen. Du darfst hier Zombies töten. Und du darfst das zurückholen. Mann, Mann, Mann. Freya und wie heißt der andere? Unser Angeber. Sebastian Nightingale. Ist schon so ein Kiddie-Name. Gerade, dass es nicht Nightstalker oder sowas heißt. Du bist jetzt der Angeber. Mit R. Der B. Verdammt englisches Spiel, es gibt keine Umlaute. Angeber. Tada. Ja, hier werden alle Missionen gemacht. Braves Leutchen macht braves Missionchen. Ich baue hier anscheinend ein Laboratory. Wieso baue ich hier ein Laboratory? Ich bin auch ein Troll. Ich wollte eine Schule bauen. Oh Mann, jetzt habe ich ein paar Tage verloren und der braucht 5 Tage dafür. Das gibt's ja mal gar nicht. Okay. Next day. 4 Tage braucht er noch, das heißt, wir können jetzt das auch noch nicht einnehmen, aber hier uns in die Richtung bewegen und er darf mit Gustav handeln. Gut, nächste Runde. Progress Report, alles läuft. Trade, er hat keine Minerals. Ich bin nicht glücklich mit dir. Und irgendwas war gerade, ich habe es jetzt halt nicht aufgepasst. Fuck. Ach genau, er war fertig, das wollte ich noch machen. Improved Scouting, weil sonst lohnt sich das Scouten echt fast gar nicht. Du holst bitte das Gebiet zurück. Du schaust mal, was hier ist. Und dann nehmen wir hier langsam den Rest der Gebiete ein. Gut, next. It's funny, I never really care about food. Ja, hatten wir schon mal. Wie viel Food sollen unsere Überlebenden essen? Regular Rations, was haben wir denn noch? Weil wir sind gerade von der Laune her nicht so gut. Deshalb würde ich fast sagen, Increased Rations. Wir brauchen dann zwar ein bisschen mehr Essen, aber sind glücklicher. Das kann ich mir aber leisten, weil ich immer noch extrem im Plus bin. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier... Ach, ich kann die alle noch nicht einnehmen, weil wir erstmal das Gebiet da davor brauchen. 4,4 Tage mit noch einem... 3,9, das ist zumindest ein Fortschritt. Da kann ich auch noch nichts einnehmen, aber ich kann ihn hier unterstützen. Gut, nächste Runde. Du darfst helfen. Ihr dürft jetzt halt ihm helfen. Vielleicht kriege ich es nämlich auf 0,8 Tage, genau das wollte ich. Und du darfst es da einnehmen. Gut, bam. So, Kobe, du darfst jetzt halt lernen, wie du ein Bilder wirst, denn so geht das schneller. Ich muss hier das Ding zurückholen, um wieder Materialien zu kommen und werde mit mir selbst das Gebäude hier auch einnehmen. Gut, da sind anscheinend die Schweinchen. Okay, jetzt wissen wir schon mal, was uns hier erwarten wird. Die sind sicher nicht so gut gelaunt vom letzten Mal noch, aber mal schauen. Ab zum nächsten Tag. Viele Zombies, das heißt, ich ziehe hier einen Soldaten ab und hau die auf die Wache. Mit denen... Kann ich 2 Leute in die Schule schicken? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Naja, ich sehe es ja, wenn der Leader jetzt gleich umgespeckt ist am nächsten Tag. Und werde mit denen hier Zombies angreifen und hier Zombies angreifen. Klick. We can now build a city hall. Nice.
klick, klick, klick. Bevor wir die Leute gefunden haben, können wir schon eine City Hall bauen. Das heißt, es wird sich keiner darüber aufregen, dass wir was anders gewählt haben. Und ja, wir können zwei Leute gleichzeitig unterrichten. Das ist richtig toll. Und am liebsten würde ich sogar noch einen dritten hinschicken. Machen wir das auch. Wir haben hier leider noch Zombies und nicht genügend Materialien im Moment, um eine Constitution, beziehungsweise wie heißt denn das Gebäude dafür, um eine City Hall zu bauen. Deswegen machen wir es jetzt im Moment auch nicht. Erst wenn Butch hier genug Holz gesammelt hat. So, da unten ist noch ein Park, sehe ich gerade. Den möchte ich auch mir am besten gleich holen. Deshalb schicke ich jetzt auch die Leute dahin und der erste von denen... Ne, ich spare. Hier sind noch ein paar Zombies. Und dann sieht es erstmal gut aus, deshalb scouten wir hier. Ab zum nächsten Tag. Wir haben die Hippies wiedergefunden. Wuhu. Relativ nah an uns. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein Schritt zu viel. Ich hätte gerne damit noch gewartet, bis ich eine City Hall gehabt hätte. Aber man kann anscheinend nicht alles haben. Deswegen mache ich jetzt einfach hier nichts in der Hinsicht. Zombies sind überall ausgerottet. Ihr könnt mal hier nach Materialien suchen, weil ich habe so viele Soldaten, ey. Das kann ich noch clearen. Und Yukai, du nimmst das ein, auch wenn ich gerade sparen wollte, aber der Park ist es dann doch fast wert, das Risiko. Und damit würde ich mich auch schon wieder von euch verabschieden, da es tatsächlich schon wieder 16 Minuten waren. Die Zeit vergeht in diesem Spiel echt wie im Flug. Ich kann es euch nur raten, dieses Spiel hier zu kaufen. Die Zeit, wo ich schon in dieses Spiel gesteckt habe, ist echt krass, macht wirklich Spaß. Ja, bis dahin, wie immer, ich würde mich über ein Abo freuen. Stay tuned und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.